Das hier ist eine Benefizveranstaltung, es ist ein Freundschaftsspiel, es ist ein Benefizspiel und das ist zugunsten von dem Kinderheim in Frankfurt. Das ist die Notaufnahme des städtischen Kinderheims. Da sind echte Härtefälle drin und das ist im Grunde genommen eine Partnerschaft mit diesem Kinderheim seit einigen Jahren und es ist schön, es ist einfach schön. Plus, dass es natürlich uns alten Säcken die Möglichkeit gibt, nochmal zusammenzukommen, auf dem Platz zu stehen. Früher haben wir miteinander gespielt, wir haben gegeneinander gespielt und heute sind wir eigentlich eine Familie. Ihr macht das ja, glaube ich, nicht zum ersten Mal. Seit wann gibt es das und was ist der Hintergrund? Also, wenn ich mich richtig erinnere, war das erste Spiel 2011 und das hat damals der Tino von Eckert initialisiert. Der hatte halt die Idee, alte Weggefährten vom Football wieder zusammenzubringen und einfach ein Spiel zu machen. Und das erste Spiel, wie gesagt, war 2011, damals noch in Wiesbaden gegen die Thunderbirds. Bad Kreuznach Thunderbirds, ja. Und danach hat sich das einfach entwickelt, jedes Jahr wieder. Und der Tino hat dann nach dem letzten Jahr gesagt, er kann es jetzt nicht mehr organisieren. Und dann hat sich das einfach so ergeben, dass ein paar Leute sich zusammengetan haben und gesagt haben, okay, fragen wir mal rum, ob wir überhaupt eine Mannschaft zusammenkriegen. Das war dann so und dann haben wir gesagt, jetzt organisieren wir das. Und dann sind wir in Rüsselsheim gelandet als Gegner. Und es hat riesen Spaß gemacht, mit den Rüsselsheimern zusammen das Ganze hier zu organisieren. Ja, und jetzt hoffen wir drauf, dass noch ein paar mehr Zuschauer kommen, dass das Wetter einigermaßen hält und dass wir ein schönes Spiel heute sehen. Die All-Stars. Es ist eine Mannschaft, es ist eine Familie, es ist eine Bruderschaft im Grunde genommen. Ja, und das Schöne ist einfach, wir haben in dem Fall wirklich Spieler aus Hamburg. Ich meine, der eine spielt jetzt halt bei den Kalender Broncos, aber es kommt eigentlich aus Hamburg. Wir haben Rüsselsheimer, ehemalige, Aschaffenburger, Wiesbadener, Hanauer, also Hanau Hawks, auch Hanau Hornets. Ja, Leute aus Schwalmstadt, wir haben Leipziger heute dabei, Marburger. Sogar von den Bielefeld Bulldogs sind welche da. Ja? Also es weitet sich immer mehr aus, dass es nicht nur eine regionale Geschichte ist, sondern dass das über Freundschaftsbande auch in die anderen Bundesländer geht. Und das ist einfach das Geile an der ganzen Geschichte. Ja, ich sag's immer so, früher haben wir uns gegenseitig aufs Maul gehauen und heute spielen wir zusammen.
freue ich mich, dass die Leute das übernommen haben und dass sie weitergemacht haben. Ich finde, die Idee, das hier auszutragen und die Crusaders zu fragen, war exzellent. Es waren großartige Gastgeber, sympathische, faire Truppe, Spiel hat viel Spaß gemacht. Für uns schön, wir haben gewonnen. Man spielt auch immer noch, um zu gewinnen, auch wenn man so alt ist. Ich bin einfach rundum zu glücklich und zufrieden. Ihr habt gewonnen, du hast es gerade selber gesagt. Euer Talent hat man immer noch gesehen, aber ich glaube, die Kondition war noch nicht ganz so, wie sie sein muss für so ein Spiel. Ja, natürlich sind wir nicht fit. Und also wir haben viele Leute, die hochgespielt haben. Und das sieht man auch immer noch, die auch noch den Anspruch haben. Aber der Körper macht einfach nicht mehr mit. Und ich sehe es bei mir selber. Ich möchte gerne rauskommen und möchte das tun, was ich früher getan habe. Und es geht nicht mehr und es macht mich rasend. Wie viel Spaß macht es trotzdem noch, aufs Feld zu gehen und Football zu spielen? Ich habe mir ein paar Spritzen ins Knie hauen lassen, damit ich heute spielen kann. Letzte Frage, ihr macht das für ein Kinderheim. Der gute Zweck und Football, das ist eine Sache, die dir auch am Herzen lag? Ja, unbedingt. Also dieses Kinderheim, diese Notfallaufnahme ist ein ganz besonderer Laden, weil da geht die Polizei rein, wenn häusliche Gewalt ist und holt die Kids raus. Und die haben das, was sie am Leib haben und einen Teddybären im Arm und sonst nichts. Ne? Und das machen wir jetzt seit 7 Jahren. Die Kids waren heute da, die haben so viel Spaß gehabt. Da können auch die Knochen eine Woche wehtun, das macht nichts.